Der Zug der fröhlichen Leute ist jedes Jahr der Höhepunkt des Cottbusser Karnevals. Tausende Narren tanzen und feiern beim größten Karnevalsumzug Ostdeutschlands. Angefeuert von zehntausenden Schaulustigen mit lauten Hellaurufen. So ein närrisches Treiben wird es in der anstehenden Karnevalssaison wohl nicht geben. Corona macht der großen Sause einen Strich durch die Rechnung. Aber komplett auf Karneval verzichten, das kommt für einen echten Enthusiasten wie Jens Kaliske nicht in Frage. Der Präsident der Interessengemeinschaft Cottbusser Karneval hat uns verraten, wie die Lausitzer wenigstens etwas feiern können. Wir harren jetzt der Dinge und hoffen auf den 11.11. Dort wird es ein kleines Programm der Cottbusser Vereine auf dem Altmarkt geben. Dort haben wir ein bisschen mehr Platz, um unsere Abstandsregeln einzuhalten. Die Schlüsselübergabe wird im kleinen Rahmen im Foyer des Rathauses stattfinden. Und leider, Saalveranstaltungen sind für November bei fast allen Vereinen, so auch bei uns, abgesagt worden. Bei den großen Veranstaltungen im Winter sieht es ähnlich aus. Trotzdem versuchen die Karnevalisten auch hier eine Teillösung zu finden. Der Karnevalverband Lausitz ist in der Planung, die Gala durchzuführen. Auf alle Fälle nicht so, wie sie bisher die Jahre war. Also sprich wahrscheinlich ohne Zuschauer, wenn denn die Möglichkeiten der Finanzierung besteht. Der Karnevalsumzug steht auch noch in den Sternen. Es wird definitiv kein Festzelt geben. Nach dem Karnevalsumzug, also diese große Party, wird aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht stattfinden können. Der Umzug werden wir mal schauen. Heute schon was zu sagen, was im Februar passiert, das kann, glaube ich, niemand. Aber die Vereine, sie bereiten sich vor auf die Session. Auch wir bereiten uns vor. Die Tanzgruppen trainieren das ganze Jahr. Ob sie denn öffentlich auftreten können, auch das werden wir noch sehen. Die bevorstehende Saison wird für die Lausitzer Karnevalsfamilie eine große Herausforderung. Aber in kleinen Kreisen und den passenden Hygienekonzepten ist die Brauchtumspflege möglich.